Einzelne. Das kannst du auch noch mitnehmen, wenn du möchtest. Da glaube ich, ein Stack und etwas sollte da irgendwo an Glas rumfliegen. Das Lustige ist, ich habe jetzt vorhin in der letzten Folge eben mal rausgetatscht, konnte die Aufnahme nicht beenden. Geil. Wie? Konntest du nicht beenden? Ja, ich konnte die einfach nicht beenden. Ich hatte die Taste nicht angenommen. Ja, dann cuttest du das Adder halt raus und drückst auf OBS beenden. Also nicht OBS. Ja, hab ich jetzt ernsthaft? Ich hab jetzt schon die nächste Aufnahme gestartet gerade. Boah. Ja, mittlerweile ist das echt ein langer Weg. Ja, deswegen sagte ich ja, vielleicht wollen wir da schon mal. Minecarts, ja, ihr könntet unterwegs schon Minecarts hinbauen, klar. Aber da müssen wir dann mit Hebeln arbeiten, weil ich glaube nicht, dass ihr in den Boden nochmal ein Loch reinmachen wollt, um da unten irgendwie eine Konstruktion zu bauen, dass die Redstone-Blöcke verschwinden. Hä? Hä? Die können doch dort einfach da bleiben. Das sieht aber scheiße aus von unten dann. Man könnte Redstone-Fackeln benutzen. Dann setzt du einfach daneben einen Hebel und gut. Der Tunnel ist ja nur zum Langfahren zum Dorf gedacht. Ja, oder wie gesagt, man nimmt nur Fackeln in den Boden. Dann sieht's auch schöner aus. Könnt ihr kurz mal lieben? Ich liege nämlich. Ja, warte, ich will noch ganz schnell zum Tunnel tauchen, weil im Wasser läuft ich jetzt nicht. Achso, ja, dann bleibe ich auch noch mal kurz drauf und bau hier noch. Aber ich höre schon Phantome. Eine könnte es nicht sein. So, jetzt. Ja, Tag. Falscher Server. So, kann ich das wegmachen? Das wegmachen. Wenn man nicht auf Dings guckt, auf Luftball kann. Ja, deswegen habe ich dort ja ein paar Türen reingemacht, weil ich habe das so gemacht: erst Cobblestone gesetzt, dann ab und zwischendrin eine Tür zum Luft holen. Und so wie ich kein Cobblestone mehr habe, habe ich dann mit dem Glas angefangen. Bis ich kein Glas mehr hatte, dann habe ich direkt am Ende, wo ich aufgehört habe mit Glas setzen, eine Dirtwand mit einer Tür gemacht. Dann habe ich halt Luft geholt und drinnen angefangen, Dirt zu setzen. Ja, genau, so mache ich das ja auch. Ich baue den Dirtweg und sobald ich keine Luft habe, setze ich eine Tür und baue weiter mit Dirtweg. Mhm. Und dann kommt die Erde und dann das Glas. Oder halt andersrum, nach dem, was ich gerade zur Hand habe. Weil ich gerade kein Glas per Hand habe, habe ich gedacht, ich fange schon mal mit dem Dirt an. Was nichts bringt, weil du musst dann trotzdem Glas setzen. Ja, ich weiß. Ist mir bewusst, Ike. Ike, ich glaube, das machst du anders, oder? Er setzt auf das Dirt den Glas halt. Ja, das mache ich nicht. Ich mache erst Kabel oder erst Glas, dann Kabel oder erst Kabel, dann Glas, dann die Türen und dann den Dirt. Weil ich glaube, das mit dem Dirt ist halt deutlich leichter, aber ganz ehrlich, jeder wie er es will. Ja. Jeder wie er es mag, also. Außerdem, solche Aufgaben kann man gut aufteilen. Einer baut halt die Dirt-Dingsbums. Und einer das Glas ausnimmt. So, ich bin dann wieder auf dem Weg. Wasser ist auch hier. Ich kann nichts mehr machen, Darko. Ich komme. Ich warte auf deine Lieferung. Das da rein, das. Oh, Ike hat mir da 41 Glasblöcke reingepackt. Ja, das waren noch die ich übrig hatte. Vom Eckbau. Essen, Goldapfel, da
Sand da. Terrakotta da. Das da. Das da. Aber sowas dauert echt lange. Und dann bauen durch Wasser. Ja, da hat man aber trotzdem immer schön was zu tun. Und ich habe so aus aus so kleinen Quellchen erfahren, dass jemand sagte, dass man eigentlich diese Level Light Mod Plugin, bräuchte. Also ich brauch's nicht. Ich auch nicht. Das war jetzt eigentlich nur ein Vorschlag wegen Ausleuchten, weil wir darüber geredet hatten, ist mir das so eingefallen. Justin, die Tür ist zu. Ich schieße dir in die Kiste. Nein, du kannst ruhig aufmachen. Wie gesagt, ich brauch's nicht. Ja, aber da ist zugebaut dahinter. Nein, und dann rechts. Da musst du die Tür öffnen. Also. Wie gesagt, ich brauch's nicht, weil ich weiß, wo und wie ich auszuleuchten hab, also. Und wo soll ich's dir hin tun? Du kannst es doch hier einfach platzieren. Mir ja, ich lauf wieder zurück. So, ja, dann einfach in eine Kiste packen. Ich hab gedacht, Hey, ich mach da hinten das und lade die Ulrichten nebenbei. Ich hab da nochmal 4, 5, 6 Sand wieder reingetan. Zack, top. Wo ist Ike eigentlich? Ich bin ihm gerade begegnet. Ich bin gerade bei meinem Haus. Hä? Ja. Just ich bin doch den Gang lang gegangen. Ich hab Ike gesehen. Ja. Justin hat mich sogar ein Stück zur Seite geschoben. Ja? Yep. Und das ist jetzt dein Plan? Meiner? Hm? Ich werde mich von Monstern fernhalten und abwarten, bis Darko stirbt. Ich hab kein Glas mehr. Fällt mir gerade auf. Ja, ich hab dir doch welches gebracht. Ja, im Inventar. Pflanzenzeug war dort, ja. Oh Gott, ich werde mal versuchen, an meinem Häusel weiterzubauen. Ist das nicht fertig? Ja, das Haus, aber drumherum noch nicht. Also. Mein Haus ist lange noch nicht fertig. Ich muss erstmal den komischen See dicht machen, der neben den Kühen ist. Der stört hier nämlich. Ich weiß ja nicht, ob du das schon mitgekriegt hast, Darko, aber bei Waterworld hat sich der Servercrasher gemeldet, der mitmachen will. Waterworld? Servercrasher? Ach, Kalle. Ja. Der Servercrasher? Ja. Der kriegt das mit einer einzigen Sache hin, den Server komplett zu crashen. Okay, ich auch, wenn ich wieder Yggdrasil spawne. Ich sag nur so, meinetwegen kann er mitmachen, er muss aber erstens wissen, dass er ja gebannt wird für den Server-Crash. Ja, das weiß er. Und zweitens, dass das sich jetzt noch um Monate hinziehen kann. Das habe ich ja dazu geschrieben. Was? Dass es mit Waterworld noch ein bisschen dauert, weil wir vorher das geheime Projekt machen. Was ich hier nicht erwähnen möchte. Ein Thema. Nee, nicht wegen dir, sondern wegen der Aufnahme. Ja, ja, meinte ich ja. Ja, so schlau wird der Justin schon sein, dass er das weiß. Oder da komme ich manchmal für doof hält. Ja, das oder stellst du den Justin etwa als doof hin? Ich finde, das war viel Tode. Das sage ich auch gerade so oft. Er ist auf seine Art schlau, aber wenn man irgendeine Sache umschreibt oder sprachlich darstellen will, kapiert das immer. Jeder hat seine Macken.
Ja. Ich sag ja auch nicht, dass ich der Oberschlauste bin. Es gibt wirklich Wörter, wo ich manchmal noch nachlesen muss, was die überhaupt bedeuten. Frag mich doch mit Hemmung. Ja, okay. Was ich hatte, beim Modellbau konnte ich heute nicht das Wort bleifreies Lötzinn sagen. Vorhin. Bleifreies Lötzinn. Bleifreies Löten. Bleifreies Löten. Ja. Du sagst es immer noch nicht richtig. Bleifreies Lötzinn. Löten. Mit T. Nee, Lötzinn. Wir reden über das Lötzinn. Was man kaufen kann. Zum Löten. Also. Das heißt bleifreies Lötzinn. Jako. Nee, ich dachte wirklich ans Löten. Nein. Ja, daran kannst du ja auch denken, aber du brauchst ja das Zinn zum Löten. Ja. Aber dass das Lötzinn heißt, habe ich schon vergessen. Bleifreies Lötzinn. Kann ich nicht aussprechen. Es gibt so Gesangsübungen. Glaub bleib. Mach das mal eine Minute lang, bis du dich irgendwann. Das macht einen Sänger zum Aufwärmen. Und, aber wenn man vom Lötzinn redet, du hast mein Glas gar nicht mitgenommen, wenn man von Lötzinn redet, weiß man immer, dass man von bleihaltiges Lötzinn redet. Ich wusste nicht mal, dass es bleihaltiges und bleifreies gibt. Ein bleifreies Lötzinn ist in Deutschland verboten worden seit 2000. Bleihaltiges meinst du? Bleihaltiges Lötzinn ist seit 2018? 19 verboten worden. Das in Deutschland. Das weiß ich nicht, weil ich mich mit Löten nicht beschäftige. Ich meine so um die 2018, 2019 meine ich, wurde es verboten und es durfte nur noch die Reste verkauft werden. Ja, ganz gut, ehrlich, aber also wie gesagt, das interessiert mich ja nicht, weil ich mit Löten nichts zu tun habe. Und das letzte Mal, wo ich gelötet habe, war im Werkunterricht in der Mittelschule. Ich habe eigentlich jede Woche habe ich jede Woche dreimal pro Tag jede Woche muss ich 3 Tage lang löten beim Modellbau aktuell. Also daher gesehen beschäftigt man sich da so ein bisschen. Ja, ich nicht so, also. Aber das könnte aber Darko auch vielleicht gewusst haben, oder? Also klar, dass es bleifrei ist, das gibt auch einen logischen Sinn eigentlich, weil Bleidämpfe sind giftig. Schädlich. Ja. Kommt das beides hinaus. Ich glaube, ja, die sind nicht gut. Also, teilweise, ich habe ja dir ja manchmal erzählt, dass ich mir die Augen drehe. Nach dem Modellbau. Das kam davon, dass ich immer mit bleihaltiges Lötzinn gelötet habe. Sprich mal schnell, blaubleib. Blaubleib. Shit. Sowas bin ich nicht gut. Nee. Kann Mach ich mal. Tatsächlich nicht. So, Erde habe ich jetzt glaube keine mehr oben drin. Habe ich noch Sand eigentlich in meiner Kiste? Ne. Es ist schon wieder Nacht. Ja. Dann kann ich mich mal hinlegen. Okay, dann können wir uns alle hinlegen. Ja, dann hier, nein, aber seitdem ich mit bleifreiem Lötzinn löte dort, drehe meine Augen nicht mehr. Zum Beispiel. Ja, das liegt wirklich am Blei. Und zum Beispiel. Ich liege auch. Ich auch. Und zwar Darko auch. Und Ike. Da es nicht mehr zu kaufen ist und alle aus unserem Club hassen bleifreies Lötzinn. Bleifreies hassen die? Ja, und zwar unsere Lötkolben sind nicht ausgelegt auf bleifreies Lötzinn. Das ist ein anderer Schmelzpunkt. Ach so. Ja. Und außerdem für Lötanfänger ist das eh scheiße, mit bleifreiem Lötzinn zu löten.
Und jetzt dürft ihr zweimal raten, warum. Ich brauche nicht raten, ich weiß es einfach nicht. Ich meinte jetzt zum Beispiel Darko. Mir würden zwei Gründe einfallen. Einerseits, weil es halt heißer ist, es ist halt gefährlicher. Und zweitens dadurch, dass es flüssiger ist, verläuft es auch schneller. Von der Flüssigkeit her, von der Festigkeit macht das keinen Unterschied. Okay. Wenn du auf den richtigen Schmelzpunkt lötest, also da macht es keinen Unterschied, aber du siehst nicht, ob du eine kalte Lötstelle hast. Mit bleihaltigen Lötzen siehst du, ob du eine kalte Lötstelle hast. Dann wird sie matt. Aber bleifreies Lötzen ist von Natur aus matt. Da siehst du es nicht. Ja. Ob du eine kalte Lötstelle hast oder nicht. Und ich bin der Einzige, weil ich ich muss mit nur aktuell nur Lötpunkte setzen und dann kurz das Kabel dran halten und fest ist. Mehr muss ich aktuell gar nicht machen bei Häuserbeleuchtung, welche ich mache. Da nehme ich bleifreies Lötzen für, weil das geht eigentlich dann relativ gut. Nur wenn du jetzt so diese dicken Kabel lötest, wo du hier die 15 Volt durchlaufen, das kriegst du mit unserer Lötkolben nicht mehr hin. Und die außerdem hassen sie das erstens, weil die höhere Schmelztemperatur wir verbauen sehr viele empfindliche Teile, gehen schneller kaputt und du siehst nicht, ob eine kalte Lötstelle da ist. Deswegen hassen die Leute das schneller, Darko, schneller! das Ding hassen. Nein! Dann hätte ich wieder zurückfahren können, du Mann. Ich hab keine Schienen, darum muss ich zurück. Tschüss. Deswegen ist das. Haben sie sich dann immer so ein bisschen. Sagen sie, das ist ein No-Go. Warum läufst du jetzt eigentlich die Strecke wieder zurück? Ich lauf die nicht zurück. Ich lauf zum Weiterbauen in dein Unternehmen. Deswegen sagen sie, das wäre für die ein No-Go, mit bleifreien zu löten, aber wohl oder übel müssen sie es auf kurz oder lang, wenn unsere Vorräte zur Neige gehen. Oh. Wobei auch wir haben nämlich ein bisschen gebunkert. wo wir es erfahren hatten. Aber wobei die Sache auch wiederum da steht, die wollen aus China Blei. Witzigerweise ist, du darfst in Deutschland kein bleihaltiges Lötzen einkaufen. Ja. Hast du gleich noch ein bisschen Erde übrig, um bei den Feldern eine Reihe noch zu machen? Warte, ich kann dir gleich was zuwerfen. Darko, Ike? Ja. Witzig ist, in Deutschland ist verboten, bleihaltiges Lötzen zu kaufen, einzukaufen in Lehen. Aber bestellen und einliefern, da ist es. Oh. Und dann benutzen. Theoretisch könntest du dir dann ja bleihaltiges Lötzen aus China bestellen. Eigentlich schon. Nun, da ist die Frage, was mischen sie da eigentlich immer noch mit rein? Die Schienen, die du übrig hattest, hast du schon in die Truhe getan, oder? Ja. Okay, dann sind da keine mehr. Hast du die Hühner hier schon weggeholt? Nö. Ich bin schon den ganzen Tag nichts mehr dran gemacht. Die sind nämlich weg. Wie weg? Da waren keine Hühner mehr drinne. Was? Ja, ich habe das doch jetzt zugemacht, da waren keine Hühner mehr drinne. Ach, nö. Scheißarbeit von vorne los. Darko? Kannst ja dir neue Schienen machen. Warum ist Darko schon wieder in meinem Haus? Ich hab auch Schienen geholt. Was hast du geholt? Schienen. Ich hab doch gar keine bei mir im Haus. Nein, gebaut. Also ja, geholt und gebaut. Hast du meine Erze dazu genommen? Halb. Seine Erze nicht verwenden, aber die von anderen. Nein, halb. Ja, meine und Justins und deine unberührt gelassen. Justin hat genau. Hä, doch, Eisen hab ich. Ach so. Ganz viel sogar an Eisen. Ja, Darko, du musst ja auch noch überlegen, wo die Kühe hin sollen. Ich
hätte jetzt später eigentlich gedacht ins Gebäude, nur dafür muss das ja erstmal existieren. Was für ein Gebäude? Achso, ich dachte, du wolltest ein Farmgebäude bauen. Ja, können wir auch machen, aber was dann für ein Gebäude? Farmgebäude. Die Kühe leben auf der Weide und gehen maximal halt in so ein Kuhhaus rein. Was eigentlich an der Weide mit dran ist jetzt, ist wie so eine... Ja, wie im Zoo halt. Du hast das Gehege und da ist ein Gebäude mit drin. Ja, klar, meinte ich auch so. Nur dafür dachte ich, es ist einfacher, wenn du genug Platz für das Gebäude hast, weil ich nicht weiß, wie es aussehen soll, anstelle um Gehege rumzubauen. Ach, das ist kein Problem. Okay. Ja. Ich mach jetzt hier gerade ein bisschen Platz für die Viecher. Ich denke mal, wenn man ein großes Farmgebäude, eine Art Windmühle oder so bauen, dann werden wir das hier hinter den Feldern auf die Anhöhe bauen. Das sieht dann so höher gelegen natürlich besser wieder aus. Warum machen wir eigentlich kein Glasboden? Sieht nicht schön aus. Weil du hast ja unten dann wirklich nur Erde, Sand... Und die Schienen drauf. Und das auf Glas ist dann auch nicht so super. Wusstet ihr, wenn ihr auf Glas Redstone legt und von unten durchguckt, dass ihr das Redstone nicht sieht? Nein, das wusste ich natürlich nicht. Das wusste ich nicht. Ja, man lernt nie aus. Ja. Aber ich muss auch zugeben, ich gucke seit über 2 Jahren kein Spark of Phoenix mehr. Weil da habe ich mir das meiste angeeignet. Besonders bezogen auf Redstone. Naja, ich habe mir das von einem Jowcraft angeeignet, das Redstone. Und vieles mir selber auch beigebracht, muss ich sagen. Ja, also wenn man Redstone einmal kapiert, dann ist es auch leichter damit umzugehen. Ja, also ich habe ja vieles mir selber beigebracht an Redstone und so. Aber so den Anfang habe ich mir da auch ein bisschen bei angeschaut und so. Ja, man guckt sich den Anfang eh immer irgendwo erst an. Ich habe damals, wo ich mir Minecraft geholt habe, das war in der 1.4.1.5 Version, habe ich das auch das erste Mal auf YouTube gesehen und dann habe ich mir so gedacht, ja komm, guckst du mal nach einer Gratis-Version. Gab es dann im Browser auch, wo du halt unten in der Hotbar deine Blöcke hattest, du warst dauerhaft und kreativ, so konntest du Minecraft testen. Mhm. Von Mojang aus. Und es hat mir halt so krass gefallen, dass ich gesagt habe, gut, ich kaufe mir das jetzt. Habe es ja damals für 15 Euro mir geholt. Das waren auch die guten alte Zeiten, wo es 15 Euro kostet. Ja, und seitdem bin ich halt, oder war ich dann regelmäßig am Suchten. Und dann hat es ja irgendwann mal aufgehört, weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Ja, also ich kann ja auch noch Geschichten davon erzählen. Ich hatte ja auch für Xbox mir alle, habe ich ja zu Weihnachten irgendwann mal, müsste ich jetzt zurückrechnen, Justin. Minecraft bekommen. Die haben da immer auf Xbox Updates gemacht, außer dann haben sie aufgehört letztes Jahr und haben gesagt, da sollen keine Updates mehr drauf kommen. Weil es nur noch 5% der Spieler ausmacht. Und da habe ich gesagt, ja okay, dann wechsle ich auf den Computer. Dann bin ich zu Saturn gegangen und hab die letzte Karte bekommen, wo 19,95 Euro das Minecraft gekostet hat für Computer und die anderen haben alle 25,95 Euro dann gekostet. Ja. Und dabei habe ich mir auch so gedacht, wow, ich bin stolz auf die Oscars, ich habe die letzte Karte bekommen mit 19,95 Euro. Ja, meine Kinder spielen es hauptsächlich auf PS4. Ich habe es damals auch für PS3 geholt, aber die CD hat meine Tochter in der Mitte durchgebrochen. Ja, da war ich ein bisschen sauer, aber ich sag mal so, die spielen es lieber auf PS4 als auf PS3. Und da kommen regelmäßig Updates. Ja, aber bei Xbox haben es halt nur noch 5% der Spieler ausgemacht und hat Minecraft gesagt, dann machen sie keine Updates mehr. Aber dabei kenne ich zum Beispiel auch genug Xbox-Gamer, die das Spiel suchen. Ich auch.
Ich auch, aber die haben gesagt, dass das nur noch 5% der Spieler ausmacht von Minecraft aus, auf der Seite. Und dass dann keine Updates mehr draufkommen. Und dann habe ich gesagt, okay, aber ich war ja eh am überlegen, ob ich das für Computer holen wollt, hole. Weil dann kannte ich ja schon, meine ich, den Darko. Oder den Benny, ich weiß nicht. Auf alle Fälle. Den Benny, wir haben uns ja bei Society kennengelernt. Ja, das weiß ich, aber ich vielleicht habe, meine ich, irgendwo schon mal vorher so einmal so Hallo gesagt, meine ich, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, dann war es der Benny getroffen und der hat, dann wollte ich auch mit, dann hatte ich Ike's YouTube-Kanal gesehen und dann habe ich gedacht, ich kannte Discord schon und so, ja, komm, lass mal eigentlich mit den anderen noch spielen. Und dann war ich immer so am Überlegen und dann hatte das mir die Entscheidung abgenommen, ob ich Minecraft jetzt doch für Computer oder nicht für Computer hole. Ja. Weil ich gesagt habe, ja, dann möchte ich ja auf der aktuellen Version sein. Man muss sagen, auf dem PC hat man viel mehr Vorteile durch die ganzen Mods und alles. Vor allen Dingen, du kannst bei Xbox keine Befehle, gibt es keine Befehle. Immer ja, noch nicht. Na, ich hab ja haben auch, sie immer noch nicht eingeführt. Ich habe ja einen Freund, der das nur auf der Xbox spielt. Und der hat damit wortwörtlich zu... Was ist das für ein Ton im Hintergrund? Ich werde gerade angerufen, I'm sorry. Oder mythisch. Der suchtet das halt und was der zu kämpfen hat, dort einfach nur einen Tempel trocken zu legen. Das haben wir hier zum Beispiel einfacher durch Plugins und Mods. So, Folge hat schon wieder Überlänge. Der Augenblick, wo deine Eltern dich anrufen, du bei Minecraft unter Wasser taust, nicht rangehen kannst, verpasst den Anruf, rufst zurück und dann kommt auf einmal die Nachricht. Sind nicht erreichbar, sprechen sie auf der Mailbox.